Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Fantasy Park. Ich bin der Taris und weil das beim letzten Mal mit dem Illusioner so gut funktioniert hat, wollen wir uns ab heute auch noch mit dem Bereich hinter dem Eingang beschäftigen. Zuvor jedoch vergesst nicht einen Like dazulassen für den YouTube-Algorithmus und den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann legen wir los. Feel the magic of Minecraft Fantasy Park. Ich habe hier noch ein bisschen Werkzeug dabei. Ich habe ja zuerst gesagt, dass wir diesen Berg hier noch abbauen wollen. Gerade nochmal gucken. Ja, im Grunde genommen ist es genau dieser Bereich. Dann haben wir nämlich einen größeren Eingangsbereich, wo wir einen Platz bauen können. Auf diesem Platz stehen dann Buden und Bänke und sowas, was man halt so im Eingangsbereich eines Freizeitparks hat. In Ermangelung an einen größeren See, wo man manchmal dann so Bootsfahrten und sowas hat, wird es bei uns halt nur Buden geben. Eine Erste-Hilfe-Bude, also ein Erste-Hilfe-Zentrum, eine Information. Dann wird es vielleicht eine große Parkkarte geben an der Stelle. Es wird eine Steakbude geben, es wird eine Getränkebude geben und es wird auf jeden Fall auch eine Kuchenbude geben, denn für mich ist Kuchen das Größte, liebe Freunde. Ich baue mal hier den Berg weiter ab. Bis gleich. Jetzt sind wir kurz davor, dass dieser Berg abgebaut ist. Seid froh, dass wir es in der Timelapse gemacht haben, denn das Ganze hat jetzt ungefähr 25 Minuten gedauert und hätte locker ein bis zwei komplette Folgen gefüllt. Jetzt wollen wir hier unten das noch wegmachen und durch Dirt ersetzen, damit wir hier so ein Plateau haben. Da ist eine weiße gelbe Spinne, eine hellbraune vergilbte, wie auch immer. Spinne jedenfalls. Und dann wollen wir auf unser Plateau, ich nenne immer alles Plateau, was platt ist, also auf unseren Eingangsplatz hier, erstmal zwei Fressbuden setzen, damit die Leute gleich, wenn sie eine lange Autofahrt morgens hinter sich haben, im Freizeitpark ankommen, noch nicht ihre Frikadellen aufmachen müssen, sondern sich direkt ein Steak und ein Stück Kuchen oder ein Cookie kaufen können. Es gibt dafür zwar noch so ein paar andere Dinge, die ich überprüfen müsste. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich Zucker habe. Oder was? Oder Kakaobohnen habe ich auch noch nicht, weil immer noch kein Dschungel gefunden wurde. Naja. Irgendwie kriegen wir das schon hin mit den Cookies und mit den Steaks. Steaks habe ich. Und wenn nicht, habe ich immerhin Kühe. Da ist ein Hühnchen. Irgendwo später soll es auch noch eine Chicken Nugget Bude geben. Ich bin gespannt. So, das wäre das. Jetzt können wir das Ganze mit Dirt, ja, da habe ich genug unten in der Leiste drin, auskleiden. Später werden wir teilweise diesen Dirt natürlich noch gegen den Boden einer Bude ersetzen. Aber da ich noch nicht genau weiß, welche Holzart wir dafür nehmen, machen wir es jetzt erstmal mit Dirt und das können wir ja später dann wieder rückgängig machen, beziehungsweise austauschen. Den Hauptplatz hier, wenn man reinkommt, würde ich klassisch machen, aus einer Mischung aus Cobblestone, Gravel, vielleicht ein paar Stone Bricks, vielleicht ein paar Crushed Stone Bricks. Jetzt habe ich kein Dirt mehr, das ist doch wohl nicht zu fassen. Und Andesite. Ich hole uns da mal ein bisschen Zeug gerade aus der Basis und dann können wir das hier wegmachen. Ja. Dann hätten wir auch wieder ein bisschen. Aha, hier ist noch dieser Eingang unten zum Technikraum. Den muss ich mal.
Den muss ich auch irgendwann mal anständig machen. So geht das erstmal? Ja. Das geht erstmal so, aber wir brauchen mehr Dirt. Wir brauchen Andesite. Wir brauchen Cracked Stone Bricks. Ich hatte gerade kurz geschlafen, während ich abgebaut habe, und danach hatte ich entsetzlich viele Mobs in der Basis. Also entsetzlich viele. Moment. Den können wir oben lassen. Den Cobble. Größtenteils. So. Das nehmen wir schon mal mit für den Weg. Jetzt müssen wir mal runter gerade. Ah, jetzt kann ich euch auch mal gerade zeigen, wo ich das neue Lager baue. Das ist nämlich dann nicht mehr ganz so tief wie unser jetziges. Und zwar hier. Hier geht es ja jetzt runter zu unserem Lager und in die alte Mine. Und hier wird das neue Lager entstehen, wie ihr seht. Riesengroß. Das ist nur eine Ebene. Es gibt noch eine zweite Ebene, die hier drüber kommt. Und dann haben wir Platz für über 100 verschiedene Items in diesem Lager. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir brauchen jetzt erstmal Gravel. Der ist hier. Nehmen wir mal so 3 Stacks mit. Dann brauchen wir Andesite. Dort brauchen wir auch, um das auszukleiden, wo wir gerade dran sind. Ah, das wird so reichen. Hier ist Deep Slate. Das brauchen wir nicht. Aber Andesite brauchen wir. Und dann brauchen wir noch etwas Cleanstone, den haben wir oben. Und ein paar Cracked Bricks, die haben wir auch oben. Und dann, warum sind hier so viele Mobs in meiner Basis? Ich bin so froh, dass das mit der 1.18 dann aufhört, dieses Mob-Spawning bei einem höheren Lichtlevel als 0. Weil wir ja alle wissen, ab der 1.18 können Mobs nur noch bei Lichtlevel 0 spawnen. Wenn es nicht bis dahin wieder geändert wird. Das kann natürlich auch gut sein. Dann haben wir hier ein bisschen Clean Stone und ein paar Cracked Stone Bricks. Echt nicht mehr? Ich hätte schwören können, dass wir da mehr von hatten. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Haben wir denn hier noch ein bisschen Clean Stone in den Öfen? Auch nicht. Aber dann machen wir da mal ein bisschen mehr Clean Stone in die Öfen gerade rein. So. Dann nehmen wir nochmal Cobble mit. Und dann begeben wir uns mal an den Weg. Beziehungsweise an den Platz. Jetzt ist die große, große Quizfrage. Da steht er, unser Illusioner. Herzlich willkommen in Minecraft. Das ist schön, wenn man immer über diesen Kontakt läuft und ständig das hört. Da ist ein Hühnchen. Ich hoffe nicht, dass es verarbeitet werden möchte. Aber im Moment ist es dafür qualifiziert und prädestiniert, dass wir es gleich weiter verarbeiten. Zu Chicken Nuggets oder sowas. Dann muss es zu den anderen Hühnchen ins Farmhaus gebracht werden. Wo ich fleißig zwischendurch mal die Tiere am Vermehren bin. Wir haben da schon eine richtig große Herde, mit Ausnahme von Schweinen, weil ich auf Biegen und Brechen keine Karotten finde irgendwie, mit denen ich die Schweine vermehren könnte. Aber dafür haben wir jetzt extrem viele Schafe, extrem viele Hühner und auch extrem viele Kühe bei uns im Farmhaus. So, jetzt haben wir das schon mal ausgeglichen. Jetzt wird's langsam. Jetzt bauen wir den Platz. Jetzt wundert euch nicht, dass ich den Dirt teilweise wieder wegmache. Aber wenn wir jetzt diesen Eingang haben, gehen wir mal davon aus, dass wir noch die 2 haben. Und dann kommt eine Bude. Wird das reichen vom Platz? Ja. Wir nehmen also unsere Kante 2. So, und jetzt kommt hier der Platz hin. Der Hauptplatz sozusagen. Das hätte man natürlich etwas komfortabler gerade gestalten können mit dem Dirt. Man hätte... was ist hier passiert? Hier war ich schon mal. Hier habe ich schon mal gegraben. Und jetzt wird auch schon wieder Nacht. Zum Glück. Der. Ah, siehst du, genau so wollte ich das nämlich nicht machen. Doch, klar. Der plus 2. Hier, so. Das wird ja alles der Platz, genau. Und dann kriegen wir noch ein bisschen Holz auf diese Weise generiert. Ich tue mich ja immer sehr schwer damit, hier die Bäume abzuholzen. Wegen Natur und so.
aber auf diese Weise. Und da geht es auch schon wieder rein in unseren Weg. Gut, dann müssen wir das jetzt alles hier irgendwie entfernen. Und dann können wir da unseren Platz hinsetzen. Aus den Steinsorten, die wir gerade aus der Basis mitgebracht haben. Das wird dann auch ein bisschen, das wird dann alles random platziert. Das große Problem, was wir haben, ist, wenn wir irgendwelche Sachen unter diesem Platz noch bauen wollen, irgendwelche Effekte, irgendwelche Technik oder sowas, muss das dann 2 Blöcke von der Oberfläche entfernt sein. Hängt damit zusammen, dass wir ja auch hier mit Gravel arbeiten. Und der Gravel fällt natürlich runter, wenn wir darunter jetzt eine Art Technikraum aufmachen oder sowas. Das ist so, ja. Genau. Ja, sieht gut aus. Auf jeden Fall sieht es zielstrebig aus. Da kommt ein sehr, sehr bleicher Zombie. Oh, weg mit dir. Dass die Schaufel das so lange mitmacht. Ich habe damit ja auch schon den Berg abgetragen. Interessant. Wer bist du? Ja, jetzt ist natürlich nachts wieder blöd hier mit den ganzen Mobs. Es ist tatsächlich schon die Überlegung, ob wir die Mobs nicht doch abschalten auf dem Server. Das funktioniert zwar ganz gut, dass die Creeper keinen Explosionsschaden an irgendwelchen Geräten und Elektrodingern und so machen. Und Redstone-Sachen, aber die Überlegung, die Mobs abzuschalten, wird doch immer lauter. Weil sie doch ziemlich nerven. Allerdings wüsste ich dann nicht, wo ich so schnell, ohne meinen Schaft zu finden, den ich immer noch nicht gefunden habe, beispielsweise Strings herbekommen soll oder sowas. Auf Spinnenaugen wäre verzichtbar und auf Rotten Flesh wäre eigentlich auch zu verzichten. Bones, ja, dann muss ich wieder, na ja, gut, das kann ich mir im Nether noch holen, an den ganzen Fossilien, da kann ich mir noch Bones holen für Bone Meal und so. Und auch Arrows kann ich mehr craften. Aber dann muss ich eben auch wieder irgendwie für das Gunpowder so lange reisen, bis ich zahlreiche Pyramiden geplündert habe. Um das Gunpowder zu bekommen. Okay, jetzt war hier noch mehr, was mich angegriffen hat. Genau. Außerdem finde ich die so putzig mit ihren Kürbismasken, die Zombies. Aber irgendwie nervt mich das gerade. Weil ich hier einfach nur graben möchte. Graben, 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 graben. Und hier wird dann eine Kreuzung entstehen. Dann geht es da hinten in den Bereich Herr der Ringe. Da geht es in den Bereich Aristan. Und hier geradeaus geht es dann in den Bereich Harry Potter, liebe Freunde. So ist das geplant. Schon wieder. Irgendwo reingefallen? Das ist, ja, ja, ja. Wir haben hier schon mal gegraben und Berge entfernt. Und dann haben wir vergessen, das Ganze zu stopfen. Ich erinnere mich, das muss ganz am Anfang irgendwann gewesen sein. In den ersten 10 Folgen oder sowas. Da haben wir ja schon mal einen Berg getragen hinter dem Eingang, das weiß ich noch. Und dabei muss das dann entstanden sein. Wahrscheinlich habe ich da Kohle gefunden oder Eisen oder sowas und dann habe ich da einfach nur eine Schicht Dirt wieder drüber gemacht, damit es verschlossen und ebenerdig ist und dann fange ich da jetzt halt rein. Das ist jetzt auch nicht gleich fertig, zum Glück. Und dann können wir mit unserem Platz beginnen, der dann eben nicht so clean ist wie der Platz vorne vor der Tür. Da habe ich jetzt auch den Hinweis bekommen, man sollte da vielleicht noch ein bisschen Cracked Stone Bricks einbauen, aber nee, ich finde den vorne so schöner, wie der ist. Und sobald ich eine Sperre gefunden habe, wie dieser Illusioner nur dann auslöst, wenn er nicht da ist gerade sozusagen, weil so kann ich ihn ja jetzt immer wieder da stehen lassen und immer wieder auslösen, den Effekt. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass er, solange er da steht, nicht neu ausgelöst werden kann. Das ist auch wieder ein Command mit einem Command-Block. Den werde ich noch rausfinden. Und wenn dem so ist, dann werden wir da auch eine andere Startmechanik als diese Pressure Plates haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.